Moin Felix, moin Yannick, herzlich willkommen zum Zimmerduell. Erste Frage, wer von euch beiden ist Erster am Buffet? Boah, da seid ihr euch einig. Erster Punkt für euch, Yannick ist es. Sehr gut, war ja ganz klar. Nächste Frage, wer zahlt häufiger Strafen in die Mannschaftskasse? Zweiter Punkt. Felix ist es. Ich bin zu geizig. Ja. Nächste Frage. Wer von euch beiden hat den größeren Dickkopf? Boah. Oh nee, warte mal. Vertan. Da seid ihr nicht überein. Ihr denkt jeweils, der andere hat den dickeren Dickkopf. Ja. Vierte Frage. Wer ist länger wach? Boah, das ist ganz schwer. Nee, warte mal. Komm, ehrlich sein, Sigi. Übereinstimmung, nächster Punkt. Fiese Schlafprobleme. Wer von euch beiden ist der bessere Sänger? Ja, Kostprobe, Yannick? Oder nee. Ihr seid auf jeden Doch, Fall? Einmal kurz. Nee, Yannick. Ich kann's nicht. Hat ein Lieblingslied, das muss er einmal kurz an. All of Me, aber ich kann's jetzt hier nicht vor der Kamera, nee. Ich treffe ja keinen Ton. Aber ich singe einfach öfter. Und gerne auch. Und schief. Wer schiebt mehr Extraschichten im Kraftraum? Wieder eine Übereinstimmung. Pumper, Yannick. Felix nicht so häufig? Doch. Yannick ist krank. Musterprofi. Nein, das ist Quatsch. Nächste Frage interessiert uns alle. Wer würde eher in der Wildnis überleben? Survivor, Yannick Gerhard. Veganer. Hast du es auch? Sind wir wieder richtig? Ja, es läuft bei euch. Mutige. Ja. Wer von euch beiden ist schneller? Schneller? Schneller. Schneller müde oder? Nee, schneller auf dem Platz. Alles ganz klar. Sprinter, Felix Klaus. Punkt. Das wäre auch ganz hart, wenn du dich gewählt hättest. Ja, du hast meinen Sprint gestern gesehen. Ja, stimmt. Aber mich hat man nicht so auf dem Schirm. Wer drückt denn mehr auf der Hantelbank? Wenn ich wollen. Hast du schon, Yannick? Mhm. Das ist leider keine Übereinstimmung. Ihr denkt jeweils vom anderen, dass er mehr drückt. Ja, wir sind beide Lappen. Ja, wir sind beide Lurche. Wer von euch beiden ist denn pünktlicher? Boah, ist auch fies. Übereinstimmung, Yannick Gerhard ist pünktlicher. Echt? Aber du bist auch pünktlich. Ja, aber du bist immer noch früher da. Okay. Wer von euch beiden hat den besseren Abschluss, Torabschluss? Ist auch. Boah, das hat keine 0,1 Sekunden gedauert bei Felix Klaus und bei Yannick auch nicht. Punkt für euch. Wer von euch beiden ist morgens schlechter gelaunt? Oh, denkt ja jeder von sich selbst. Ich hab mich vertan, sorry. Ehrlich. Ja, da muss der Schiedsrichter aber hart bleiben. Ihr habt schon so viele Übereinstimmungen. Nee, ich meinte mich eigentlich. Okay, ich hab Blackout. Was? Blackout. Leider kein Punkt. Kein Punkt, ja. Munter putzen, weitermachen. Was war denn das ja nicht? Ja, es war ein Blackout. Übersäuert. Sonnenstich auch. Wer von euch beiden sieht denn besser aus? Ja, keine Übereinstimmung, aber halt ein sehr, sehr großes Selbstbewusstsein bei euch beiden. Ja, seid doch ehrlich. Du bist Single, Yannick, passt was nicht. Wer von euch beiden hat denn den besseren Style? Ja, das läuft jetzt bei euch, wieder keine Übereinstimmung. Das sind auch ganz schöne Fragen. Wer von euch beiden ist denn der größere Tollpatsch? Ja, Nee. Aha, das ist eine Übereinstimmung. Ganz klar, Es gibt keinen größeren Torwart. Yannick Gerhard. Ja. Wer isst mehr Süßigkeiten? Übereinstimmung, Felix Klaus isst mehr Süßigkeiten. Diese Probleme, ja. Abgestellt. Wer von euch beiden ist denn häufiger am Handy?
keine Übereinstimmung. Beide gleich viel vielleicht? Ja, beide gar nicht. Beide gar nicht. Beide wenige, ja. Und wer hört mehr Musik? DJ, Team DJ, klare Sache, Yannick Gerhardt. Wer von euch beiden ist häufiger bei der Behandlung? Nächster Punkt für euch. Yannick ist häufiger auf der Massagebank. Ist auch schön da. Nee, das ist schneller müde auch. Und die letzte Frage beim Zimmerduell. Wer von euch beiden ist der bessere Autofahrer? Und der nächste Punkt. Das sieht sehr gut aus. Felix, besserer Autofahrer. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schon egoistischer von dir, ne?